und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Domcat. Heute wird es politisch. Denn wir fahren zur Motorraddemo in Berlin. Ja, worum geht es dabei? Es geht um die Sonntagsfahrverbote, die geplanten. Und es geht darum, dass in Österreich bestimmte Motorräder nicht fahren dürfen, weil sie eine Dezibelzahl überschreiten. Und von daher wird es Zeit, dass wir auf die Straße gehen. Also das machen wir ja fast jedes Jahr irgendwie. Das Highlight dieses Events sollte eigentlich sein, dass unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ebenfalls da sein wird oder da sein sollte. Vielleicht, oder das erwarte ich eigentlich von ihm, dass er da Rede und Antwort steht zu dem, was diese Regierung mit uns Motorradfahrern vorhat. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, es gibt es viele Motovlogger und so weiter, die davon abhängig sind, auch mal am Sonntag vielleicht zu fahren, um Videos zu machen. Gerade weil es weil die Straßen etwas leerer sind. Oder weil vielleicht auch, weil sie es benötigen, dass mehr Publikum da ist. Ich kann natürlich auch die Gegenseite verstehen. Und ich unterstütze das auch nicht, dass wenn man in den Harz fährt oder irgendwo anders, wo es sehr kurvenreich ist, dass man da das Knieschleifen übt. Könnte auf der Rennstrecke machen, aber auf der öffentlichen Straße hat das nichts verloren. Und es gibt Rennstrecken, wo man halt eine kleine Gebühr bezahlen muss und dann kann man da Knieschleifen. Oder ihr sucht euch irgendwo ein anderes abgesperrtes Gelände, wo man das machen kann. So, und dass dann die normalen Motorradfahrer, ich sag jetzt mal normal, ich halte die anderen nicht für unnormal, aber es ist halt im Grunde genommen keine faire Geschichte, dass die dann mitbestraft werden sollen, das finde ich dann auch gar nicht in Ordnung. Ich hoffe nur einfach, dass wir wirklich mit unserer Motorraddemo, dass wir damit wirklich was erreichen. Und wenn ihr Zeit habt, Zeit und Lust, dann könnt ihr euch für die nächste Motorraddemo bestimmt ebenfalls ein Kalendervermerk machen und dann fahrt ihr da ebenfalls mal mit. Wie spät haben wir es denn? Oh ja, schon 11 Uhr. Na gut, die beiden paar Minuten kommt es nicht drauf an, weil um 12 Uhr ist nämlich Abfahrt. Ja, da hoffe ich, dass ich euch ein paar Impressionen
und vielleicht sogar die Rede von Andi Scheuer mit in das Video packen kann. Also die Impression wahrscheinlich auf jeden Fall. Bei der Rede von Andi Scheuer kommt es wahrscheinlich darauf an, ob er überhaupt da ist. So, jetzt finden wir uns natürlich nicht im hinteren Drittel wieder. Natürlich ein bisschen doof. Aber naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Mit der Absperrerei, falls wir rankommen. Gesehen, da müssen wir ein bisschen die Augen offen halten, dass wirklich tatsächlich mal bei solchen Fällen man die Kreuzung tatsächlich auch sieht, also sprich, wo da was ist. Echt gucken. Ist immer welche da sind. Hier zum Beispiel steht dann auch keiner.
Ja, Freunde, jetzt ist die Demo am Brandenburger Tor beendet. Ja, die Rede von Andi Scheuer, die habe ich ja für euch aufgenommen. Das soll übrigens keine politische Werbeveranstaltung für euch sein, dass ihr jetzt euch irgendwo genötigt fühlt, CDU zu wählen. Das müsst ihr alle für euch selber entscheiden. Ihr wisst ja, wie das ist mit den Politikern. Erzählt wird immer viel. Klar, sicherlich gab es auch einiges, was durchgedrückt worden ist. Aber ja, wir wissen ja auch gar nicht, ob Andi Scheuer in der nächsten Legislaturperiode wieder Bundesverkehrsminister ist. Und dann kann das natürlich passieren, dass irgendjemand anders kommt, auch von der CDU vielleicht, und der darüber anders denkt. Und dann gibt es nachher dann doch noch ein Sonntagsfahrverbot. In diesem Jahr haben wir einen ganz besonderen Gast auf unserer Bühne, den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, für uns mittlerweile kein Unbekannter mehr. Denn in den letzten... Denn in den letzten 13 Monaten ist es bereits die dritte Gelegenheit, dass wir uns Auge in Auge gegenüberstehen. Im Juli 2020 waren wir das erste Mal zu Gast bei Minister Scheuer, um über die Konsequenzen aus der unsäglichen Initiative des Bundesrats zum Thema Motorradlärm zu sprechen. Im Mai diesen Jahres haben wir dann das daraus entstandene Strategiepapier der Bundesarbeitsgemeinschaft Motorrad, abgekürzt BAGMO, offiziell an den Minister übergeben. Wir haben uns sehr gefreut, dass der Minister unsere Einladung angenommen hat, auf der Abschlussgebung unserer BU-Sternfahrt ein Grußwort an euch zu richten. In der Endphase des Bundestagswahlkampfs mit einem sicherlich übervollen Terminkalender, ganz sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Und dass er, obwohl er ja immer noch keinen Motorradführerschein hat, wenigstens mit dem Motorrad angereist ist, haben wir uns natürlich besonders gefreut. Herr Minister, willkommen. Das Mikro gehört Ihnen. Lieber Hilton, lieber Teddy, verehrte Biker, das musste jetzt sein, der letzte Satz, dass du das verraten hast, ja? Das lässt sich ändern, ja? Aber, meine Damen und Herren, liebe Biker, jeder weiß ja, dass ich ein bisschen anderes Hobby habe, nämlich die Pflege des automobilen Kulturguts, also sprich Oldtimer, und von daher bin ich noch nicht zum Führerschein gekommen für das Motorrad. Okay. Keine Ausreden. Es gibt keine Ausreden. Und es gibt auch keine inhaltlichen Ausreden. Teddy hat mich angesprochen. Da sind wir am Hof im Ministerium gestanden. Genau bei dieser Veranstaltung, nämlich die Übergabe des Strategiepapiers. Und dann hast du gesagt, 28. August hätten wir was. Und ich habe gesagt, ich komme. Weiß? Ich habe gesagt, das ist ein Pflichttermin. War hier auf 14 Sternfahrten schon mal Bundesminister? Ja. Ja? Tief ja? Tiefensee. Ja, also sei es drum. Auf jeden Fall 28. August. Ich habe mir das ganz dick angestrichen im Kalender und es ist wirklich ein Anliegen. Auch ein inhaltliches Anliegen, ein persönliches Anliegen. Und darüber möchte ich mit euch reden. Ich bin hier, weil es ein Signal ist gegen Verbote. Ich will diesen Slogan nochmal in Erinnerung rufen: Hochschalten, Dialog statt Verbot. Und so haben wir sofort im Miteinander und nicht im Übereinander
im Miteinander und nicht im Gegeneinander uns nach der Entschließung des Bundesrates, also der Länderkammer, zusammen gesprochen, getroffen, uns Zeit genommen, um ein klares Signal zu setzen, nämlich zusammen über eine Strategie nachzureden, Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern genauso mit für die Biker ins Bewusstsein rufen, nämlich beispielsweise so das eine oder andere Anliegen von Anwohnern auf schönen, kurvigen Strecken irgendwo im Bayerischen Wald oder an der Alpen. Und ich glaube, das ist der richtige Ton, liebe Freunde, meine Damen und Herren. Ihr wart sehr verärgert über die Entschließung der Länderkammer. Ihr wart sehr besorgt mit anderen Verbänden zusammen. Und ich habe gesagt, ich werde diese Verbotspolitik als Bundesminister nicht umsetzen. Sperrungen von Strecken, Fahrverbote, das ist doch nicht das Miteinander. Das ist auch nicht die Freiheit der Mobilität. Ich bin ein Verfechter dafür, dass Mobilität was mit Freiheit zu tun hat. Nicht nur, dass man jeden Tag selbst entscheiden soll, mit was für einem Verkehrsmittel man beispielsweise in die Arbeit fährt. Aber auch genauso entscheiden darf, welches Hobby das man hat. Und von daher sage ich euch, wird es mit mir ein klares Nein für Fahrverbote geben und Sperrungen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich durch den Bayerischen Wald fahre, eben auf Vierrädern, wenn beispielsweise ein Hotelier ganz klar die Botschaft nach draußen stellt, motorradfreundlich, bikerfreundlich, kommt rein, macht Brotzeit bei mir, genießt die Landschaft. Es ist schön, dass ihr da seid. Und wir haben viele schöne Regionen in Deutschland. Und ja, das gehört dazu, zum Leben, dass man nicht nur vielleicht mit dem Wohnmobil irgendwo hinfährt, sondern auch mit seinem Bike wohin fahren kann. Und ja, wir haben Regeln, liebe Freunde. Und an die muss man sich halten. Und wir haben Vorschriften. Ja, und an die muss man sich halten. Und deswegen ist dieses klare Signal des Strategiepapiers, wir wollen nicht irgendwo illegal unterwegs sein oder raudimäßig unterwegs sein. Wir denken auch an unsere eigene Sicherheit und unser eigenes Leben. Und wir wollen auch andere nicht gefährden. Und deswegen ist auch dieses klare Signal, Partnerschaft mit den Anwohnern ja, Regeln, die gelten ja, aber keine grüne Verbotspolitik. Und wir sind in diesem Strategiepapier, ich sage bewusst wir, weil meine Fachabteilungen hier mitgearbeitet haben in diesem Dialog, mit den Verbänden zusammen. Jetzt könnte man sagen, das war purer Lobbyismus. Ja, Interessensvertretung nennt man das. Interessensvertretung von euch. Ihr habt das Recht, in der Biker-Union eure Wünsche zu formulieren und die Politik muss dazuhören. Und die Politik muss auch umsetzen. Nicht nur auf nationaler Ebene oder auf Länderebene, aber vor allem auch auf EU-Ebene. Da geht es um Typgenehmigungen, vieles mehr. Und meine Beamten sind auch Biker, die in diesem Bereich unterwegs sind. Oder welche, die mal anrufen bei uns und sagen, was sagt denn ihr dazu? Das ist der richtige Ton und nicht irgendwie einen Entschließungsantrag schreiben und dann alle in Panik versetzen. Was ist denn das für Politik? Und da habt ihr nicht nur die vielen Mitglieder, die ihr habt, und es werden mehrere Sternfahrten noch stattfinden, beispielsweise auch in Nürnberg, habe ich gehört, und von vielen anderen Verbänden. Und es haben schon viele Sternfahrten stattgefunden. Und ich kann nur sagen an die politisch Verantwortlichen, auch die politischen Mitbewerber, 6 Millionen motorisierte Zweiräder, 12 Millionen mit einem Motorradführerschein, vielleicht 12 Millionen und einen dazu, irgendwann. Und es ist eine verdammt starke Lobby. Und das soll man in den politischen Entscheidungen schon mit berücksichtigen. Ich hätte es nicht angesprochen, aber du hast vom Bundestagswahlkampf und der heißen Phase gesprochen. Ja, ihr seid Bürger, geht am 26.09. zur Wahl. Ihr habt die freie Auswahl.
ich wollte jetzt nicht so über den Wahlkampf reden, aber da gibt es politische Mitbewerber, die ständig über Verbote, Verteuerungen und Einschränkungen reden. Das ist nicht meine Politik. Ich will das sowohl als auch und nicht das Entweder-Oder. Und jeder Politiker hat seine Vor- und Nachteile. Jeder Politiker hat seine Schwerpunkte. Jeder Politiker hat seinen Politikstil. Aber im Grunde geht es bei 12 Millionen Menschen, die in Deutschland einen Motorradführerschein haben und 6 Millionen motorisierte Zweiräder, doch um eine klare Botschaft: Lasst uns in Frieden und Freiheit unserem Hobby nachgehen und unserer Lebensstil und unserer Lebenseinstellung. Wer keine Motorradjacke tragen will oder keine Lederjacke anziehen will, der soll es bleiben lassen, der soll halt was anderes machen. Aber ihr habt euch dafür entschieden, für diesen Lebensstil, und habt damit Freunde gefunden, Menschen, die in Frieden und Freiheit einfach leben wollen. Und die Politik soll doch nichts vorschreiben an dieser Stelle. Wir tun uns die ganze Zeit nur beschäftigen damit, was können wir jetzt noch ändern, was können wir jetzt noch einschränken, was können wir jetzt noch tun. Die andere Seite des Brandenburger Tors, die liegt echt quer. Und die hat definitiv nichts, aber auch gar nichts mit Bürgersinn, Bürgertum und Demokratie zu tun. Und deswegen will ich als Verkehrsminister, ich mache seit 2005 Verkehrspolitik, dass ihr sicher unterwegs seid. Dass ihr sicher unterwegs seid mit euren Freunden, dass jeder auch vielleicht einmal einen Jungen beiseite nimmt, der ein bisschen flotter unterwegs ist und sagt, hey, nicht gut. Und wir haben zusammen eine Strategie Vision Zero entwickelt, nämlich Null Unfalltote. Wir wollen, dass ihr auch mit allem, was die Infrastruktur hergibt, Unterfahrschutz und vieles mehr, dass ihr geschützt seid. Aber da gehört auch ein bisschen eure Eigenverantwortung mit ins Zentrum gerückt. Und von daher, Hilden-Teddy, war es mir ein Anliegen, hier zu sein und auch klar zu dokumentieren, an der Strategie dieser Verbände arbeiten wir in der nächsten Wahlperiode weiter. Und ich möchte auch, wenn meine Parteienfamilie bei den Koalitionsverhandlungen dabei ist, sollte das Ergebnis stimmen, und ich hoffe es, dann brauchen wir an dieser Stelle auch wieder Interessensvertretung von Gruppen in Deutschland, die wirklich auch selbstbewusst sagen, Leute, überlegt euch das zweimal. Und ja, ich weiß den politischen Wettstreit. Und ich sage euch, es gibt weiterhin Initiativen über die Länder, die euren Bereich nicht in Ruhe lassen und weiterhin Pläne haben, etwas einzuschränken. Und da werde ich mit allem, was ich habe, dagegen ankämpfen. Meine Damen und Herren, ich bin schon mal hier gestanden, da war eine andere Gruppe hier, nämlich viele tausend Taxifahrer, Berliner Taxifahrer. Da war es recht laut. Aber wir haben da auch eine Lösung gefunden, Stichwort Personenbeförderungsgesetz, furchtbarer Begriff. Aber wir haben auch einen Kompromiss mit den Verbänden erzielt. Da bin ich gestanden. Und dann bin ich rausgegangen und dann kommt ein älterer Bürger, der sagt, jetzt bin ich in Rente. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank für den 125 Kubik Führerschein. Gut, das ist jetzt nicht eure Hubraumklasse. Aber ich bin jetzt mit dem Zweirad unterwegs und bin glücklich. Ich habe Staatssekretär, ich war von 2009 bis 2013, mir diese Initiative in die Mappe gelegt und gesagt, wenn ich mal dieses Haus leite, und das ist mein absoluter Traum, mein persönlicher Traum, weil ich Freude habe an Verkehrspolitik, an Mobilität der Zukunft, an Begeisterung für Technik, dann will ich das rausziehen und dann machen wir endlich diese Gerechtigkeitslücke zu und schließen sie, dass jeder die Möglichkeit hat, mit einer Einweisung einen 125 Kubik Führerschein zu machen, und es ist ein Erfolgsmodell. 77.000 haben davon schon zugegriffen, auch die Händler sagen hervorragend, und da sage ich euch, das ist auch
der Einstieg vielleicht, dass dann einer sagt, Mensch, jetzt mache ich wirklich den großen Führerschein fürs Motorrad. Und von daher, bin ich sehr, sehr gerne hier. Wir haben ja im Ministerium auch Fahrer, die mit dem Bike unterwegs sind. Und dann habe ich zu meinem Mitarbeiter gesagt, komm, hol mich nicht mit vier Rädern ab, sondern auf zwei Rädern. Das gehört sich für eine Sternfahrt. Und in diesem Sinne, da ich auch noch für den Deutschen Wetterdienst zuständig bin, wünsche ich euch noch ein paar schöne Stunden, vor allem diese Freundschaften, dieses schöne Hobby. Genießt die Zeit, hoffentlich dauert der Sommer noch ein bisschen an und ist nicht zu nass, so dass ihr euren Hobby nachgehen könnt. Alles Gute euch und geht am 26.09. zur Wahl. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr fandet das hier beeindruckend und vielleicht motiviert euch das ja mal beim nächsten Mal auch mitzufahren. Da ist ja im September die nächste Demo geplant und die Informationen dazu kriegt ihr auf der Webseite von Biker Union. Also schaut da ruhig mal rein. Mit diesen fantastischen Eindrücken meldet sich Tomcat ab. Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß an der Geschichte. So. Da sage ich dann halt, ich glaube, da kommt das Schlussfahrzeug, genau, das ist der letzte. Richtig. Und ich sage, euer Tomcat ist raus. Tschö mit Ö und ciao mit Au.